Hallo, willkommen bei mir auf dem Kanal zu meinem Campervan-Ausbau. Und zwar handelt es sich heute um Teil 5, um den Möbelbau bzw. den Bau der Hängeschränke. Ganz kurz, es soll jetzt hier keine Bauanleitung sein für die Hängeschränke, sondern lediglich dazu dienen als Beispiel, wie man es machen kann. Ist auch nicht detailliert hundertprozentig genau beschrieben mit Maßen oder so, sondern das sollte jeder individuell für sich machen an seinem Bus. Ich wollte es einfach nur mal zeigen, auch den Stand der Dinge und vielleicht so gibt es so ein paar kleine Sachen, die euch inspirieren und die ihr nachbauen möchtet. Für Fragen stehe ich selbstverständlich gerne in den Kommentaren bereit. Soweit es in meiner Macht liegt, werde ich die alle beantworten. Und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Also dann bleibt dran. Ja, eigenwillige Schrankkonstruktion bei den meisten. Wenn man den Schrank so baut, dass er an der Wandverkleidung anliegt, dann kann man alle drei Teile meistens ziemlich gleich bauen. Aber ich wollte den Schrank so bauen, dass er bis an die Außenwand, an die Dämmung anstößt, um somit auch nochmal, naja, bestimmt so viel Platz mehr zu gewinnen und umso viel steht der Schrank dann auch weniger im Raum rein. Also alle drei Teile sehen anders aus. Das wird jetzt der Schrank über der Sitzecke hier, über der Dinette. So ungefähr soll es dann aussehen. Das Schöne ist, er ragt nicht allzu weit in den Raum rein. Es wird nur gefilzt da hinten. Hier kann man es nochmal schön sehen, wie weit der Schrank reingeht. Bis hier ist der Finger weg. So, hier liegt schon die Duschtasse drunter. Hier kommt dann eine Duschwand hin, hier kommt die andere Duschwand hin, so nach und nach. Natürlich müssen dann von den Seitenwänden erstmal Pappschablonen angefertigt werden, die dann dazu dienen, das fertige Holzstück, so wie hier im Bild, anzufertigen. So sieht jetzt zum Beispiel der Schrank über der Dinette aus, drei verschiedene Seitenwände. Die Seitenwände habe ich alle geleimt und zwar mit Flachdübel, die man jetzt leider nicht mehr sehen kann hier, wird später nochmal irgendwo zu sehen sein. Als weitere Befestigung habe ich mir immer aus 90 Grad Alu-Schienen Winkelstücke gebaut, die ich wesentlich besser finde als diese fertigen Möbelwinkel, die es so im Baumarkt zu kaufen gibt. Und ja, die habe ich des Öfteren noch zur weiteren Stabilisierung angebracht. Als Anschlag für die Frontklappen habe ich ein Aluminium-Rundprofil benutzt, welches man unten an der Bodenplatte aufstecken kann und oben dann einen wunderbaren Abschluss für die Türe bzw. für die Klappen darstellt. Zu beziehen gibt es diese Aluminium-Rundprofile unter anderem bei der Firma Föhringer in Baden-Württemberg, bei der ich auch die ganzen Holzplatten gekauft habe. Als kleine Anmerkung noch: An den stehenden Seitenwänden bzw. Mittelwänden unbedingt noch zwei kleine Aussparungen einfräsen, damit man die Alu-Rundschiene auf das Bodenbrett richtig aufstecken kann, beziehungsweise auch damit die Klappenanschläge nachher bündig abschließen. Als nächster Schritt kommt oben die breite Abschlussleiste rauf. Da wird im vorderen Bereich eine Nut eingefräst, die für den LED-Streifen als ambiente Beleuchtung dient. Hinter dem LED-Streifen kommt dann nochmal eine schmale Leiste aufgeleimt, die den Abstand generiert zur Decke. Zusätzlich kommen noch ein paar Klötzer dahinter, geschraubt bzw. geleimt für die Befestigung an der Decke. Die abschließenden Arbeiten an der Leiste sind dann die Scharniere, die von unten gegengeschraubt werden. So, ich werde jetzt eine Fräsung vornehmen und zwar für die Oberschränke über dem Bett. Ich habe hier so eine Nut reingefräst. Da kommt dieses Aluprofil dann rein, noch mit einer aus Plastik, so einer Milchplastikabdeckung. Und hier wird dann der LED-Streifen eingelegt. So ungefähr sieht es dann aus. Und das ist praktisch die obere Leiste oben vom Schrank. Hier kommen noch ein paar Abstandshalter, damit wird es dann oben an die Decke, an der Decke befestigt. Und ja, dann werden wir jetzt noch für den zweiten Schrank die Fräsung vornehmen.
Auf diesem Bild sieht man jetzt nochmal den ganzen Aufbau der Leiste, den ich gleich im nächsten Abschnitt nochmal genauer erklären werde. Also nur nochmal zur Erklärung, das ist jetzt hier ein Querschnitt praktisch nur, eine durchtrennte Leiste, die geht einmal quer rüber bis auf die andere Seite, bis zum anderen Seitenteil. Und hier unten werden die Scharniere nachher befestigt. Hier liegt die LED-Lichtleiste drin, sodass, wenn man von vorne guckt, sieht man hier noch die Holzmaserung. Und dann ist natürlich jetzt nicht das Deckenmaterial, müsst ihr euch vorstellen, wird die Decke hier eingeschoben, sodass man von vorne dann wirklich nur das Holz sieht und einen kleinen Streifen Licht hat. Hier kommt noch Umleimer überall rauf. Ja, und so hat man natürlich dann auch gleich einen schönen Anschlag für die Decke und braucht da nicht so viel mit Leisten arbeiten. Das ist alles eine super Befestigung, auch gleich für die Decke sitzt da schön drin. Da kommt ein bisschen Kleber oder Silikon oder Sikaflex, was auch immer rein. Und dann sitzt das schön dran. Jetzt kann ich mir jetzt hier diese Teil anzeichnen und dann wird das auch wieder ausgestemmt. Ja, ich vergaß noch zu erwähnen. Dieser Klotz hier, da habe ich noch, kann man jetzt nicht sehen, ist die Zwinge vor. Habe ich hier noch ein bisschen was unterfüttert. Da seht ihr diesen kleinen Spalt, sodass das hier oben schräg ist mit der Seitenwand hier bündig. Weil in dieses Teil nachher, die sind dann ein bisschen länger, die sind ungefähr so lang. Davon insgesamt 4 oder 5 Stück. So eine Klötze, ungefähr 5-6 cm Länge. Da werden dann Langlöcher reingefräst und in die Decke oben kommen Einnietmuttern und dann wird dieses Teil mit der Decke oben, mit den Trägern, wo die Einnietmuttern drin sind, verschraubt. Von hier unten kommen dann M6 Schrauben durch und dieses Teil stößt dann oben im Van an den Träger gegen und ist somit dann fest verbunden. Zur Fertigstellung der Abschlussleiste oben gehörte natürlich dann auch noch der Umleimer. So, jetzt ist der Schrank soweit erstmal mit Klappen fertig. Jetzt fehlen noch die Scharniere, müssen noch angebracht werden. Ja, hier diese Alukanten habe ich schön eingefräst. Sieht schön bündig sich anfühlt. Fällt mir sehr gut. So, Achtung, wieder ein bisschen unbezahlte Werbung. Das sind hier Hochklappscharniere von Hefele 350 CH mit Dämpfung. Ja, geht natürlich einhändig und ohne Griff erstmal ein bisschen schwer. Zack. Und jetzt, Achtung. Hab voll Bock drauf. Total geil. Und dann habe ich noch diese Pushlocks hier verbaut. Zum Abschluss nehme ich euch nochmal mit und zeige euch nochmal die fertige Decke mit den ganzen Hängeschränken. Total begeistert bin ich hier von der ambiente Beleuchtung. Mach's nochmal aus. An. Verschiedene Farben natürlich. Und über den Schränken ist die U-Leiste so drin, oben offen, wo dann dieses Milchplastik so rüber geklipst wird. Praktisch leuchtet da die Diode von unten nach oben. Und dann habe ich jetzt hier hinten, ich zeige es mal ein bisschen, hier hinten habe ich es verlängert. Da sind so eine kleinen kurzen Stücken bei, die habe ich in der Mitte durchgeschnitten und dann einfach verlängert, ja, gelötet oder ich weiß ja nicht mehr, wie ich es gemacht habe, oder mit Quetschverbinder. Und bis da hinten hin verlängert und hier praktisch ist das LED-Band denn andersrum. Hier ist die U-Schiene so angemacht und das LED-Band liegt hier drin und leuchtet nach unten. Also die fällt mir wirklich super gut. Damit ihr noch mal seht, hinten wird es genauso gemacht, hier über die Schränke. Liegt das hier in dieser Schiene drin und leuchtet nach oben. Und das sind diese Verbinder, die ich meinte, die dabei waren. Ich kann da ruhig ein bisschen Werbung machen. Ich habe da nichts von. Ich habe die bei B1 gekauft. Und zwar sind die für 230 Volt. Da ist ein Stecker mit dran. Und dieser Stecker, so ein viereckiger Klumpen, der wandelt das um in 12 Volt.
Also steckst du jetzt mit einer 30 Steckdose drin und dann wandelt der das um und die Leisten brauchen nur 12 Volt. Ich habe diesen Stecker einfach abgeschnitten. Einfach abgeschnitten und plus minus mehr rausgeholt. Und ja, funktioniert einwandfrei. Und hier kommt jetzt genauso hier oben an der Decke die Schiene ran und dann lege ich das so rum ein, dass es von der Decke nach unten strahlt. Ja, bin total begeistert. Ich kann dir noch mal die Decke im Ganzen zeigen. Hoppala. Das ist schon echt super schön geworden. Fällt mir wirklich sehr gut. Das war's. Fünfter Teil meiner Ausbauserie 2.0 Citroën Jumper. Möbelbau, Oberschränke. Es kommt zum Möbelbau noch was vom Kühlschrankmöbel und Einbau des Küchenblocks. Würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal runterschreibt, wie es euch gefallen hat und ob ihr irgendwas mitnehmen konntet. Ansonsten schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Steppe, Kajak und Outdoor. Also bis bald, euer Steppe. Ciao.